So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe einen Namen dabei. Good Dog. Und wir gucken uns heute an Blood Rage gegen Biggie Chains. Biggie Chains haben wir jetzt öfter gesehen auf dem Channel. Schwarz-Grün, Chain of Smoke Combo. Blood Rage haben wir lange nicht mehr gesehen. Beziehungsweise Blood Rage glaube ich noch nie. Dredge generell ist irgendwie so, dass das Deck noch existiert. Ja, großartiges Deck. Blood Rage in dieser Version tatsächlich super, super cool. Alleine durch Brainstorm. Ja. Also es spielt Duels, es spielt Brainstorm, was halt Makromöben besser macht, was Dredger besser macht. Und es ist halt schon ganz witzig, wenn man dreimal dredgt, zwei davon oben aufs Deck legt und den dritten dann wegdredgt. Ist schon ganz gut. Ja, aber Duels, dann ist es ja nicht komplett nur Blue, ne? Ja, es ist Blue-Black. Es wird halt Blue-Dredge genannt, weil es halt mit nur Blau als Zweitfarbe agiert. Das andere ist ja dann Rainbow-Dredge oder Mana-Less-Dredge oder so ein Ziemkram. Dann haben wir Boseju, was rammt. Ja, Dried Arbor fetched gegen Uzi. Das ist dieser für einen Blue aus Mana, die obersten zwei Karten angucken. Man kann eine davon in den Friedhof legen oder obersten drei Karten. Man kann zwei davon oder alle in den Friedhof legen, ich weiß nicht. Ich glaube, in den Number, glaube ich. Und ja. Rest drauf. Aber auf jeden Fall ein Golgari Grabtroll. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Der macht auf jeden Fall was. Da ist ein Grief. Okay, der Grief wird weggeworfen. Spannend. Dann ist da aber auch kein Grabtroll gewesen. Okay, vielleicht habe ich das mit dem Grief verwechselt. Spannend. Grief weggeschmissen, das ist wirklich interesting. Ja, Grief ist eigentlich ziemlich, ziemlich strong. Das spielt die Listerien? Nee, eigentlich nicht. Hm. Ich meine, jetzt hast du natürlich zwei Mana für den Spell zum Flashbacken. Der kostet halt ein Mana zum Spielen, zwei zum Flashbacken. Vielleicht ist es drei angucken, zwei zurück, zwei im Friedhof. Was ist das für ein Land? Das ist eine Prismatic Vista. Okay. In komische Expedition gedöns. Zendikar. Yes. Ich weiß aber gerade nicht, welches Zendikar. Müsste die sein, die ich auch spiele. Ja, müsste die erste, zweite sein, weil vorher war es nicht legal. Was zur Hölle bist du denn? Grist? Nee. Nee, das ist irgendwas anderes. Ist das die neue Glissa? Gissa? Boah, das ist eine gute Frage. Das könnte die Glissa sein. Und Brainstorm. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber irgendwer wird es wissen. Irgendwer wird es wissen in den Kommentaren, das ist korrekt. Dann haben wir Brainstorm, da werden jetzt zwei oben drauf getan. Hat er vielleicht noch so ein Ding, wo der erste Runde gespielt hat? Ich glaube, das ist ein End of Time Brainstorm. Das sieht danach aus. Ja. Mm. Draw Land. Irgendwie nicht so geil, was Dredge da gerade macht. Normalerweise ist Dredge natürlich sehr explodiv und gerade mit Brainstorm und so weiter kannst du halt richtig coole Plays machen, aber so ist spannend. So ist wirklich spannend. Was macht denn die Glissa, wenn die dort wäre? Ich habe keine Ahnung. Auch das wird uns irgendwann in den Kommentaren verraten. Wir haben auf jeden Fall die Chains auf der Hand bei Biggie Chains. Da fehlt, glaube ich, ein Combo Instant Out. Beat für zwei. Und man hält sich das Mana offen. Aha. Und die macht irgendwas mit Card Draw oder so? Ich habe keine Ahnung. Thoughtseize. Thoughtseize klingt plausibel. Da kommt ein Grist, eine Bridge, ein Ichorid und ein Ichorid. Okay, da will man auf jeden Fall den Grist machen. Alles an den Friedhof werfen wäre dumm. Ja. Es sei denn, man wird selber eine Kreatur los. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass man das macht. Oh. Also wenn es die Glissa ist, nee, kann die nicht sein. Die kostet 5 Mana. Ha, spannend. Ha. Dann weiß ich es nicht mehr. Oh. Thoughtseize. Hier wird echt lange überlegt, obwohl die Auswahl eigentlich so easy ist. Wäre mal spannend, die Gedankengänge danach zu erzählen, weil die Ichorid kannst du eben nicht reinlegen, die Bridge. Nein. Nur wenn du dir die eigene Kreatur vernichtest. Es ist ja praktisch. Es ist ja nur der Grist. Es ist ja nichts anderes, was wirklich da ist. Ja. Du meinst das, das Grief. Ja, Grief meine ich. Ja. Ja, wer weiß.
Chains wirft man jetzt wahrscheinlich nicht hinterher, ist auch ziemlich dumm. Nee, da machst du eigentlich auch gar nicht. Spielt der Mainboard schon Dings? Endurance? Was passiert hier? Okay, dann passiert das. Okay. Ja, okay, das war spannend. Dann kommt Fetchland, dann kommt Fetch auf Swamp? Mhm. Kein Duel. Spannend. 3 Mana. Da ist ein Grist. Die Hungertide. Ja. Das heißt, der macht jetzt plus, mill 2 Karten. Green Sun. Eine Karte. Ja. Meh. Den Green Sun hätte man wirklich gerne gehabt, glaube ich. Toolbox. Ja, vor allem Win. Ja, stimmt. Man kann ja den Apprentice raussuchen. Das wäre echt gut gewesen. Ja, stimmt. Ja, nächste Runde. Naja, da bricht doch noch ein Land. Dann hätte er nächste Runde ausgehauen. So, jetzt kommt. Da ist ein Hardcast Echoid. Dafür kriegt man Damage. Geht für 3. Auf den Grist. Okay. Man hat 1 Damage genommen. Ja. Weil die Syphilid macht 1 Damage, wenn man sie tappt für blaues Mana. Da gehen wieder 2 Damage rein. Und man kriegt irgendwie ein Leben nach einer Karte 10. Was ist das für eine Karte? Super verwirrend. Das ist echt eine gute Frage, was das für eine Karte ist. So, das ist ein Fetchland. Ich sehe aber noch keinen Win auf der Hand. Grist. Ja, den macht man auch. Cable Therapy. Cable Therapy ist schon ganz gut. Ja, aber du willst jetzt gerade nichts ansagen. Ne, denke auch nicht. Das ist halt schon dumm. Wüsste nicht. Was passiert da? Brainstorm. So. Das sind auf jeden Fall mal 2 Nekromöben. Die willst du auf keinen Fall auf die Hand kriegen. Na, du kannst sie casten. Ja. Es kosten 2 Mana. 2 Mana, 1 als fliegend, ja. Ha. Dann kannst du den Grist umhauen, aber das willst du eigentlich nicht machen. Boah, was ist denn da noch drauf? Ist das Dread Return? Ist auf jeden Fall nur Müll eigentlich, wenn ich es richtig sehe. Ja, eigentlich schon, ne? Ist halt, Dredge kann halt diese Draws haben oder halt auch andere Draws. Das ist halt. Das Deck kann so aussehen, als würde das gleich komplett eskalieren und macht nichts. Ja, das passt. Das ist halt so dumm. So, der wäre eigentlich auch auf 13. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt für Biggie Chains so, ich ziehe jetzt halt eine Combo-Piece und hab gewonnen, einen Green Sun, den hab gewonnen, irgendwas gezogen, der hat gewonnen. Ja. Da ist auch irgendwas Schwarzes noch auf der Hand. Ja, ich red. Da kommt jetzt ein... Genau. Kostet 3? Ne, 2. Ach ja, da war der Brainstorm. Ein Loss, Brainstorm, 2 dafür. Jetzt ein Push. Push? Wow, Push auf Nekromöbe, die gehardcastet wurde. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Disrespect. Wow. Das ist schon übel. Ja, ist halt so. Was willst du sonst mit deinem ganzen Removal machen in dem Spiel? Ne? Ja, du kannst Tokens vernichten. Ich glaube, eine große andere Wahl hast du echt nicht. Jetzt irgendwie beim Damage zieht der eine Karte. Und gibt dir Leben irgendwie. Chain, brauchst du nicht. Noch mehr Dudes. Es ist natürlich jetzt spannend, mit Grist hier das wirklich zu machen, weil man wirklich Angst haben muss eigentlich, dass es irgendwie das Bild, was du brauchst. Oh, Green Sun. Jetzt hat man die Dry. Aber man hätte mit der Dry nicht angreifen dürfen. Aber da wird wahrscheinlich kein Removal drin sein. Ich meine, wenn, dann wird es halt maximal ein Das ist ein Bouncer. Mainboard Scoos ist natürlich auch stark. Oh, der Disrespect. Ja, das ist auf jeden Fall.
Da nimmt man jetzt wahrscheinlich den Ichorit, ja, Ichorit raus. Dann passiert das stark, ist, Mainboard. Ist wirklich schon stark. Mal gar nichts. Ich gehe mal davon aus, wenn der 4 Schaden macht, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, wäre nächste Runde eh im. Jetzt knackt man die. Ja, für Draw 3. Boah. Ist das ein Breakthrough? Ich glaube, das ist ein Breakthrough bei. Oder ist das die zweite Nahkampf? Ah, ist die zweite Nahkampf. Fuck. Aber die unterste Karte könnte ein Breakthrough sein. Boah, da ist die Karten in dem Deck, die sieht man auch so selten. Ja, eigentlich nie. Eigentlich nie. Ah, es ist ein Breakthrough. Was? Nichts im Friedhof. Gar nichts. Nee, da war der Dredger, den man braucht hätte. Das ist doch zum Kotzen. Das ist echt übel, weil normalerweise ist das Deck ziemlich beständig darin, irgendwelche Kreaturen im Friedhof zu bekommen zum Dredgen. Kannst du schieben, ja. David conceded und wird ins nächste Game gegangen. Beim Sideboarden wird es jetzt ein bisschen spannender. Ich kann mir vorstellen, dass Biggie Shades Surgical oder Leyline spielt. Leyline, Surgical, Endurance. Ja, da sind einige. Oh, die Forsophil sind im Sideboard anscheinend. Ja, die muss halt gegen den Combo Win reinnehmen. Da kommen ein paar Bouncer rein. Vom Blue Dredge. Also ist wahrscheinlich Mainboard ein nacktes Dredge. Ohne groß Shenanigans. Genau, und auf dem Sideboard hast du ja dann halt die ganzen Forsophils und so weiter. Weißt du, was du brauchst, um den Game 2 oder 3 zu gewinnen? Genau, da ist eine Chaotherapy, da ist ein Land. Boah. Es wird geil. Land, go. Da hat er wahrscheinlich wieder den Instant auf der Hand. Der ist tatsächlich ziemlich gut. Lass ich eher einen Brain. Welches ist der? Crimson Bar. Oder? Nee, Midnight Hunt. Midnight Hunt, okay. Yes. Hat man auch so überhaupt nicht auf dem Schirm. Mit dem guten Flashback. Nö, absolut nicht. Hatte jetzt auch nicht am Schirm, bis ich das Deck gebaut hatte. Da kommt der Fetch. Da auf der Fetch. Dual Lande. Wahrscheinlich. Ich glaube, das sind keine. Doch, eine Insel als Basic. Krass. Ja, wahrscheinlich der Instant oder ein Brainstorm oder so. Ja, Brainstorm habe ich gesehen auf der Hand. Ich gehe mal davon aus, dass der jetzt auch gespielt wird. Das ist natürlich dann die Frage, Brainstorm ist halt ganz nett, aber bringt sich das weiter? Weil das Gefühl habe ich halt nicht. Ah, es ist der Instant. Sehr gut. Ja. Cave Therapy. Es gibt natürlich auch einfach den Move, einfach alles drei reinzuwerfen, damit man was Besseres zieht, aber im Normalfall würde ich jetzt eine Karte davon drauflegen. Die ja. Ich ziehen will. Das ist halt die Frage, was du haben willst. Ne? Ich habe jetzt nur die Cable auch erkannt. Es wäre halt so gut, wenn ein Dredger dabei gewesen wäre, wenn man dann in seinen Draw geht, dredgen könnte, dann brainstormen, dann. Oh, das wäre so gut. Ich habe die Karte auch mal gelesen, das ist auch Grief. Und noch irgendwas Blaues oder Farbloses? Die Auswahl. Ja. Ja, vor allem, da wird schon wieder so lange überlegt, da ist wahrscheinlich nur Schrott bei. Ja. Also von dem, was ich da sehe, ist da wirklich nur Müll, was ich da sehe. So, was hat Biggie Chains, hat gerade ein bisschen aufgefischert, den Apprentice auf der Hand. Ein Zeniten, glaube ich, noch. Ein Reanimate? Ja. Oh. Interessant. Kann halt auch mal ein geiler Grabtreu werden vom Gegner. Ist eine coole Tag für den Dredger vom Gegner. Ja! Was haben wir jetzt da? Irgendwas Blaues? Einfach alles in den Trash geschmissen. Ja, okay. Ja, ich auch gemacht. Und natürlich so. Den Dredger jetzt gezogen. Ja, man hätte sich überlegen können, das Careful Study zu behalten. Ja. Hätten wir machen können müssen. Eigentlich sogar. Ja, da damit man irgendwas mal ans Laufen kriegt. Swamperino. Da ist echt ein Reanimate auf der Hand.
Natürlich geil, das Reanimate auf den Reef. Ja. Ich meine, er hat so viel Auswahl. Natürlich möchte er alle seine Karten in seinem Friedhof haben, aber er hat eben auch Karten, die er nicht im Friedhof haben möchte. Boah. Reanimate of Grief. Und da mal nachzugucken, ist schon ganz nett. Brainstorm. Und der Buddy ist auch nicht schlecht. Ja, da wird erstmal gebrainstormt. Die Nekromöbe. Land-Nekromöbe. Spannend. Nekromöbe, je nachdem, was du noch hast. Es wäre so gut, wenn man noch Dredger und Länder auf der Hand hat. Das wäre so gut. Ja. So nach dem Motto, okay, du kannst halt nur entweder die Enzen, zum Beispiel die Ensnaring Bridge oder ein Dredger oder ein Land. Ja. So eine Auswahl davon. Ja, weil die Bridge dann auch das Schlechteste wäre. Also es ist halt, Underworld Bridge macht halt im Spielfeld ja gar nichts. Nee, das stimmt. Was ist denn da noch alles auf der Hand? Das kann man so schlecht erkennen. Ja, das ist echt spannend. Aber bei... Man lässt die Nekromöbe offen. Ja, soll er sie doch discarden. So. Ja, und dann sehen wir, was da für ein Schrott drauf ist. Ja. Möbel, Land. Ikorit und zwei Stinkwidim. Ja, sind die Nekromöbe. Die Nekromöbe, genau. Ich meine, die triggert dann ja auch nicht, von daher ist das egal. Das Problem ist halt, wenn du die Nekromöbe nicht nimmst, hast du nächste Runde Fetch, Nekromöbe, Cable Therapy auf mich selber. Stinguidim. Was könnte sonst nächste Runde passieren? Fetch, Nekromöbe? Achso, spielen, ja. Ja, das stimmt. Das könnte passieren. Es ist die Frage, was noch oben drauf gegangen ist. Ich glaube, da war nicht so viel bei. Da war noch eine Cable Therapy. Es wäre halt schon gut, wenn man die auf sich selber knallen könnte. Mhm. Alleine, weil sie halt wirklich dann sehr, sehr stark die Dredger nach vorne treibt, denke ich mal. Ja, dann hast du halt mal Dredge. Wir haben das ganze Spiel noch nicht gesehen, dass das Deck dredged. Stimmt! Ui, ui, ui. Brainstorm. 1, 2, 3. Da ist die Cable Therapy. Ja. Dann kannst du den Grave Troll oben drauflegen. Na, du musst ja fetchen. Ja. Oh, fuck. Und man wusste doch, dass die Cable Therapy oben drauf ist. Ich hätte die auch anders umgelegt, glaube ich. Ich auch. Ist dir Brainstorm dann ja egal. Ja. Also gerade das Cable Therapy auf sich selber ist halt so ein starker Move im Dredge immer noch. Vor allem, wenn du weißt, der Gegner spielt schwarz-grün, der wird dir nichts countern. Ja. Könnt ihr das irgendwie umgehen? Mail funktioniert nicht. Nee. Mental Mist aber auch nicht. Nee, der ist gebannt. Cable Therapy, da habe ich nicht. Und dann kommt der dicke Dude. Der stinkende Weed. Ja, okay, du hast ja nächste Runde erstmal nur einen. Und da ist noch ein Brainstorm auf der Hand. Ne, das ist dieser andere Spell. Ach, der neuere. Yes. Ah, okay. Das ist der, wo drei Karten abballerst. Mhm. Jetzt ist man halt... ich hab das Endurance gesehen. Oh, bitte. Oh, tut das weh. Das ist schlecht. Oh, das könnte echt, das wird dann echt eklig. Ja. Kannst du dann mit dem Grün, hast du einen Hyra gerade gesehen? Gesehen habe ich keinen. Ich mach das ganz vorne. Ja, weil wenn du Endurance hast, spielst du Second Main Endurance. Oder ist das ein Griss? Ich glaube, das ist ein Griss, den ich meine als Hyra. Oder ein Zenith. Egal. Selbst mit dem Zenith kannst du dir Endurance raussuchen. Ja. Ich würde jetzt aber einfach hingehen, würde einfach die Gegner hart. Leicht sogar dredgen lassen. Meinst du? Ja. Der hat noch einen Brainstorm auf der Hand. Oder der hat das andere Ding auf der Hand. Das ist dieses andere Ding, was noch mehr Karten reinlegt. Das zieht keine Karten, nee. Und vorher wusste man nur. Der zieht ja dann nichts, der wird dredgen, ja.
da kann eigentlich nicht so viel passieren. Und wenn irgendwas Extravagantes in den Friedhof kommt, spielst du halt einfach mit Flash rein. Hm. Ich meine, okay, so setzt du den Stöß, der ist jetzt halt wieder in der... Spannend. Us? Ja, Us und dann nur den Dredger rausnehmen. Das ist stark. Ja. Es ist wirklich stark. Ist halt eine Karte, die von 2010 oder so ist und halt immer noch Metaplay sieht. Das ist halt krass. Das ist halt schon gut. Das ist wirklich gut. Und ja. Und jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo man fast schon als Dredge conceded. Ja, der hat Before da jetzt Draw, drei Grüne. Einen Dredger finden, findet keinen Dredger. Ist ein Ichuri, das ist eine Bridge, das ist ein Land. Boah. Das ist bad. Ichurid, ja, okay, wenigstens kriegst du mit dem Ichurid die Token wieder. Ja, aber erst nächste Runde. Stimmt. Stein ist der rausgefressen. Ist ein Upkeep-Trigger, ja. Yes, um Stein ist der rausgefressen, ist halt echt schlecht. Dann legt man das Land. Was noch niemand Go. Ne, das ist übel. Also, wir können auch noch Flashbacken den Spell tatsächlich. In der nächsten Runde, beziehungsweise End of Turn vom Gegner. Hm. Ah, das Endurance macht es halt nochmal eine Nummer schwieriger. Boah. Das ist schon echt eklig. Lass es auf der Hand. Du hast den so unter Kontrolle. Hm. Du brauchst den Grist nicht und du brauchst das Endurance nicht auf dem Board. Nicht bei dem Game State. Nö, ich würde jetzt auch einfach den Us größer machen und immer wieder mit dem Us angreifen. Ja, immer wieder was wegfressen. So der klassische Maverick Midrange-Plan. Ja. Dredge, oh ja. Noch grünes Mana. Mehr yes. Grünes Mana. Mehr grünes Mana. Und dann Uwe Backen. Jo. Das ist gut. Dann Fressstein Ichurid. Dann, da kriegst du ja auch noch Leben dabei. Boah, was zerpflückt der denn gerade? Ja, das ist übel. Das ist wirklich übel. auf 6 Leben runter, ich wüsste ja, nicht. Ja, der ist nächste Runde üben. Ja. Jetzt lässt man den Gegner was machen. Dann wird er diesen Spell casten. Ja, dann schmeißt er den Schrott in. 1, 2, 3. Da ist schon wieder nichts dabei. Nee. Gibt's echt nicht. Da ist nur Schrottball. Jetzt brauchst du noch nicht mal das Endurance casten, nö, weil da nichts passieren wird. Ja, das ist um Upkeep, den da. Ja. 1, 2. Wieder nichts. Immer noch kein. Wow. Was passiert? Krass. Nicht einmal gedredged. Nee, echt übel. 2-0. Big Chains, krass. Hoffentlich sehen wir noch eine bessere Performance vom Blue Dredge, weil das Deck hat echt einiges drauf. Aber Big Chains, hier der Gewinner. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.